So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Schein, mal wieder eine alleine. Wir sind hier in der Höhle und wollen ja eigentlich nur noch raus, deswegen... Ja, aber erstmal stellen wir uns kurz unsere Kristalle auf, weil... Ja, die Wirkung lässt nach. Und ja, also, wir gehen jetzt erstmal wieder in die Oberfläche. Da oben ist das Haus, dann werde ich mich dort auch dementsprechend hochbauen, denke ich. So. Wo seid ihr? Machen wir dir so Sinn, ob die bei das Garius Haus sind, weil... Schlendi habe ich noch nie getroffen, das Garius auch noch nicht, deswegen... Ja, weil nämlich cool, wenn ich mal alle... Und ich weiß dann, wo die sind, dann gehe ich mal zu denen sogar mal. Oh, Meteorit ist eingeschlagen. Ich bin ja recht hoch schon, oder? Welche Ebene bin ich? Ach, 32, gut, da werde ich jetzt ein Stückchen noch haben. Boah, was ich ja machen könnte, Leute, zu denen hingehen, die umbringen. Die dürfen nicht im Haus sein, oder darf ich im Haus killen? Nee, ich darf im Haus nicht killen. Doch, nee. Darf ich im... Warte mal ganz kurz. Warte, gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Es wurde nämlich hier ein neuer Post geschrieben mit ein paar Regeländerungen. Warte, da ist es. Ja, ich darf sie im Haus killen, aber ich darf auf keine unnatürliche Art eindringen bei denen. Quasi keine Blöcke einbauen oder sowas ähnliches. Also wenn die Tür bei denen offen ist, darf ich hingehen und sie killen. Oh. So geil. Ich feiere das gerade. Alter, das wäre ja krank, Junge. Da würde ich ja. Oh, da würde ich so hassen. Also gut, also wer Twage da würde ich hier nicht umbringen, weil Twage ist nett. Jetzt so ein. Ja, der hat durch seine nette Spende an mich, durch seinen Kristall, hat er ziemlich seinen Schutz jetzt. Also ich würde ihn sogar beschützen. Hat er ziemlich Glück gehabt. Aber. Scar und Schlendi habe ich nichts mit zu tun. Und ja, mal so ein, zwei schöne. So, ich will jetzt gleich an der Oberfläche. Boah, ich hasse es die ganze Zeit, dieses verschiedene Steine, wo man länger braucht sogar noch. Ich mache mir demnächst mal eine bessere Spitzhacke. Mal dir. Ah, okay. Perfekt. So. Kann ich hier ein Stückchen hochlaufen. So, und weiter geht's. Super, gleich schon da. Wie lange nehmt ihr noch auf? Damit ich wissen muss, bevor ich hinlaufe und die sich dann ausloggen. Lohnt sich nämlich sonst nicht für mich. Weil die sind auch immerhin, der ist auch 600 Meter entfernt von mir. Das lohnt sich sonst echt nicht für mich. So, ist gerade ein bisschen dunkel. Ah, na okay. Macht ihr noch eine Folge? Guck, vielleicht kann ich es überreden, dass wir noch eine Folge machen. Ja, aber es wäre schon gemein, wenn ich sie töte, oder? Ich weiß es nicht. Mein Inventar ist voll. Und den Müll mal wegtun. So. Dann, ach, das ist mein Schaufel. Ah, ich bin da drauf. Ah, okay, das ist natürlich cool. Okay. Okay, ich habe ins Haus. Ich warte hier erstmal ab. Wow! Ah, das ist ein Meteor. Wird das gebaut? Wahrscheinlich schon da praktisch. Okay, gut. Weil das wollte ich auch noch in Angriff nehmen. Der Penis. Ist ein Meteorit eingeschlagen? Ah, jetzt gerade kann ich nicht gucken. So, Nordop hatte bei mir ein paar Kristalle und so genommen. Das hatte der mich aber auch befragt, dass auch nicht schlecht ist. Ein Kristall hat er sogar nur genommen. Auch für so eine Potion. So, weg. Weg. Ja, das ist cool. Schade. Nö. Ja, gut, das war's. Ich brauche auf jeden Fall Pinky Meat noch, weil das gibt auch Strange. Deswegen. Wo war das denn nochmal? Ich hatte ja ein paar Pinkies getötet. Hatte ich das nicht hier? Hier ist Aspid, das gibt Regeneration. Warte mal, ich mach's mal einfacher mir. Pinky. Suchen. Ah, da. Go, 9. Nee, starte. Meine ja schon. Scheiße, oh nein. Och Gott, bin ich ein Arschloch. Oh nee, komm schon. Oh. Bin ja schon 4 Min jetzt drin. Nächstes Mal. Weil, die werden mich zuflamen sonst. Boah, ich darf ihnen aber auf keinen Fall ein Schild zeigen. Weil sonst so, die Damage-Bomben nehme ich auf jeden Fall auch mit.
Die nehme ich auch mit. Man darf, ja, man darf es eigentlich nur zu Hause. Man darf es ja mal. Ich zitiere mal. Potion Plus Effekt dürfen nicht in PvP-Angriffen mitgeschleppt werden. Quasi, das ist ja ein PvP-Angriff von mir. Das heißt, nee, muss dann leider auf. Aber ich wollte immer gerne mit denen morgen gerne, wenn es geht. Weil ich wollte wirklich mal mit allen aufnehmen, das finde ich mal cool. So, aber jetzt erstmal gucken, mein Onyx Sword habe ich dabei. So, das gibt mir Regeneration. SP brauche ich auf jeden Fall ein neues dann. Habe ich noch welches zufällig? Nee. Dann brauche ich auch normales Fleisch. So, Manager Hard kann auch weg. Vielleicht kann ich mir mal extra Herzen irgendwann machen. So, jetzt die Bomben noch rein. Ach, scheiße, ach, wenn ich ja Teile davon nehme. Ach, kacke, jetzt habe ich hier wieder. So. Kann das wieder zurück hier? Das ist der Kleine nicht. Ist irgendwo noch frei. So. 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 So, Leute. Ich mache jetzt den Arschloch-Move schlechthin. Und wir werden jetzt, killen. So, let's go. Die sind hoffentlich bei dem Haus. Ich habe 5 Minuten Zeit, dahin zu kommen. Weil dann habe ich meine Regeneration. Sonst notfalls. Ich habe noch ein Aspid Meat und ein Pinky Meat. Ich muss hoffen. Ich mache einfach mal so. Wenn ich direkt. Also, ich gucke mal, was du ausführen hast. Also, mit Strange 3 mache ich die One-Hit. Das heißt, später werde ich auch auf jeden Fall weglaufen. Die Sache ist nur, man darf nicht zweimal killen, aber man darf Rache üben. Aber wenn jemand Rache üben will, darf man sich auch wieder wehren. Rein theoretisch könnte ich quasi 2 Kills holen, wenn die wieder auf mich losgehen. Der Hass bei denen wird eh riesig auf mich sein. Gut, wäre meiner auch natürlich. Aber, das ist ja... Oh, das ist ein S-Bit. Nice, nice, nice. Das nutze ich direkt aus. Oh, mir ist trashed. Oh, direkt ein S-Bit-Meat, nice. Ja, das Schöne ist, das sind ja S-Bits und im Nether sind ja ganz viele Pinkies auch. Und da farme ich mir, glaube ich, mal demnächst richtig viel. Weil, ja, das ist dann ein Ersatz für die Potion Crystals. Die habe ich halt immer zu Hause stehen und okay, ich habe erst eine Minute und habe schon 200 Meter hinter mir gelegt. Oh, Junge, 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 Junge. Junge, 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 Alter. Ich bin gerade so auf. Ich bin gerade so ne. Oh, ich laufe auch hier so, ja, einen Scheiß zusammen. Boah, hier von Speedhunter eigentlich gewöhnt, hier alles durchzurushen. Jetzt hier bleibe ich bei den Easy-Sprüngen hängen. Aber hier ist auch echt schwer durchzukommen. So, ich war echt eine schlaue Idee von mir, einen Homepoint zu setzen. Immer wenn ich bei jemandem bin, muss ich mir sofort einen Homepoint sensen. Setzen. So, ja, es kann sein, dass es nicht bis dahin wirkt noch. Ist egal, aber ich habe ja ein. Also mir geht gar nicht so, das Aspid-Meat brauche ich gar nicht, weil bei mir geht es ja um das Überraschungsmoment. Ja, das Überraschungsmoment an alle Schlaulinge. Und. Deswegen. Boah, Junge. Na, für euch Zuschauer, denke ich, ist das jetzt einfach Hammer. Einfach das Gefühl, ich müsste, mein Fuß wackelt die ganze Zeit rauf und runter. Das ist echt einfach, oh, 170 Meter. Noch 3 Minuten, oh Junge, ich habe noch 3 Minuten, Junge. Das reicht locker. So, ich kill die. Ich gucke einfach mal, wie sie reagieren. Das kommt wirklich auf die an. Wenn die wirklich es mit Tumor nehmen und sagen, nice, lass uns aber überrascht und sowas. Wenn die natürlich auf Hurensohn und sowas machen, kriegen die ihre Sachen nicht wieder. Wenn sie nett sind, kriegen sie sie wieder. Wenn nicht nett, dann kriegen sie sie nicht wieder. Ganz einfach. Also ich bin jetzt hier kein Unmensch. Ich möchte einfach auch nur meinen Spaß haben. Ich komme mal am besten mit einer Karotte. Ist dann so friedlich. So, ich hoffe mal, die sind da. Weil dann wäre ich jetzt den ganzen Weg umsonst gelaufen. Aber gut. So, die Hälfte habe ich jetzt erst um. Und ich bin jetzt schon da bei denen. Was ist es? Okay. Seid ihr so leicht treffen? Ich darf ja ins Haus, wie gesagt, bei denen rein, wenn es offen ist. Oder eine Holztür. Oh. Scheiße, ich darf den. Lecker. Meat. Ihr seid 2. Ich greife sicher nicht an. Scheiße, sie haben es zugebaut, was für Weicheier. Ja, so ein Klohaus. Was für Weicheier, komm schon. Ah, kacke, gleich ist es. Um. War schon zu Gast bei Twitch. Hab nix gemacht. Ich darf halt, wie gesagt, keine Blöcke bei denen abbauen.
Ich erfriere. Hab nur eine Minute. Komm schon. Hab eine Minute. Oh. Okay, warte mal. Ich hab Liscario gezeigt. Ich hab Liscario gezeigt. Ich hab Liscario nur gezeigt. Ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ich hab nur Liscario gezeigt. Ich hab nur Liscario gezeigt. Ich hab nur Liscario gezeigt. Deswegen. Oh, was sind das für schlaue Ratten? Was für Ratten. Seid ihr Skype? Edit mich, bitte. Mann, was für Ratten, okay. Schade, aber wann? Na, ich hätte es gar nicht so ankündigen. Ah, scheiße, ich hätte es gar nicht. Weil die haben es natürlich vielleicht zugebaut. Ich hätte einfach kommen müssen. Einfach ohne was zu sagen. Ja gut, dann wäre es halt der Risiko gewesen, dass sie vielleicht in der Höhle sind gerade. Minecraft. Hallo. Hallo. Ich wollte euch beide umbringen. Mein Minecraft hat sich jetzt wegen dir runtergelegt. Ich mach, pro Hit mache ich 62 Herzen Schaden. Also ich hätte euch genukt. Wie hast du das denn gemacht? Sag ich nicht. Was hast du für ein Schwert? Onyx. Ein Onyx-Schwert, ja, okay. Ja, das macht aber nur 9 Herzen, aber es sind noch hier geheime Tricks und so. Und man, ich hab mich so schön vorbereitet. Ich hatte Pinky Meat noch dabei und Espit Meat. Und dann wollte ich euch hier wegbashen. Ach, mit Stärke 3 oder so, ne? Ja, aber ich hab noch Crystals zu Hause, die müssen mir für 5 Minuten geben. Aber wenn ihr seid so weich, hättet ihr mich reingelassen, ich hätte euch zerberstet. Also ich bin vorsichtig. Ja, das war. Also Twitch war nett, der hat mir Pink Crystals gegeben, deswegen habe ich ihn nicht umgebracht. Was, oh Mann. Hast du ihn gegeben? Er hat mir Crystals gegeben. Deswegen. Er so, war ganz nett, okay, zu ihm. Ich kann hier irgendwie gar nicht entscheiden. Also bei dir. Wir wollten eigentlich zum Dungeon gehen, gehst du mit? Was für ein? Keine Ahnung, ich habe gerade erst einen gefunden. Ja, klar, gerne, komm ich mit. Viele ja, Sachen dabei. Ich nicht mal erforscht, aber ich brauche noch ganz kurz Fackeln. Ach, kacke. Könntet mir ein, zwei leihen? Fackeln, ja klar, warte. Weil ich habe jetzt nur, ich habe Potion und ich habe alles dabei. Aber keine Fackeln. Nee. Ich vorbereite so schön. Kann man eigentlich nicht Freezerite kostenlos enchanten? Dachte ich bisher immer. Du solltest mal ein Aspid Meat essen, Schlendi. Hä? Ja, ich habe ein bisschen. Das passt schon. Ach, ja. Also oh, das wäre so lustig gewesen. Also ich habe gleich so, ich habe gesehen, so, er so, wo seid ihr, bla bla bla, und ich so, boah, der kommt daher, und hab dann gleich den Block noch gesetzt. Ja, ich weiß, ich hab auch mit, ich hab eine Aufnahme, so, scheiße, ich hätte einfach nichts schreiben sollen. Hätte ich nichts geschrieben. Wobei, der Holzblock war da, ne? Also, der war die ganze Zeit da? Also. Ja, der Erdblock war die ganze Zeit da, der eine, das heißt, du hättest uns nur mit Bogen abschießen können. Ah, schade, okay. Ja, man, eine Frage, man darf ja nur auf irre, also man darf auch zum Beispiel kein TNT setzen, ist ja auch nicht erlaubt, oder? Nein. Also ich meine, wo? Bei meinem Haus jetzt oder was? Ja. Nee, das wäre ja dann creepen. Ja. Eine Frage, können wir einen Deal machen? Darf ich ein paar Espit Meat von euch haben? Dafür gebe ich euch selteneres Pinky Meat. Ja, ich kann dir etwas Espit Meat dafür geben. Wie viel brauchst du denn? Ja, noch 2, 3 so. Das wäre. Ja, dann hier, warte. Das ist dieses Pinky Meat. Das gibt euch Strange. Moment, ich habe gerade. Magnetismus hast du an. Ziehst du mal eine Truhe oder so. Ja, deswegen habe ich hier Tierrüstung und okay, ein Necromite. Warte, ich geb dir mal. Wie viel? 2, 3? Ja, das wäre nett. Bitteschön. Kann man Magnetisierung von der Rüstung wegentschärfen? Nee, leider nicht, deswegen okay, benutze ich die auch nicht. Und guck, Pinky Meat bringt mir was? Jetzt 3 Stärke, oder? Ja, das ist ziemlich heftig. Geil, Alter. Das geil ist im Nether, diese Teile, die habe ich weggebasht. Ja, okay, dann lass mal loslegen, bevor die Folge jetzt zu Ende geht. Genau, wie viele Minuten hast du denn noch? Ich also wir grade haben jetzt noch 14. Ja, ich auch, circa. Okay, geil. Ja, okay, sogar länger ein bisschen. Ja. Gut, dann lege ich noch schnell alles wieder zurück in die Truhe und mache uns noch ein paar Fackeln, weil du brauchst ja auch Fackeln, hast du gesagt? Ja, genau. Aber oh, süß, ihr mit der Meteoritenrüstung. Was ist mit der Meteoritenrüstung? Ja, die ist süß. Ja, ne, die ist voll süß. Aber irgendwie, die ist sogar besser als eine Eisen Enchanted, ne? Ja, die ist genauso gut wie dir. Das finde ich cool. Und das ohne Enchanted sogar. Ja, das ist echt. Nee, die ist wirklich nicht schlecht. Ja, ich spare jetzt, ich gehe jetzt demnächst auf Onyx Farm und Sinicide, aber Sinicide darf man ja keine komplette Rüstung haben. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, ich baue mal zu, bist du Onyx draußen? Weiß? Ja, perfekt. Ja. Zeig mir mal, okay, das Onyx-Schwert. Okay, das schaut irgendwie voll scheiße aus eigentlich. Ja, ne? Das macht ein Herz mehr Schaden als ein Dia-Schwert. Also das ist ziemlich stark. Das hat mir ein Zombie gedroppt in einem Dungeon. Richtig geil. Okay. Also echt. Ich habe mittlerweile aber sogar 5 Onyx auch zu Hause. Also ich war im Nether, aber der Nether ist echt heftig. Da geht wirklich die Post ab. Ja, also, Valui wollte letztens schon, als ich noch nicht mal eine Rüstung hatte, mit mir in den Nether rein, ne? Und ich so, nee, vergiss es.
Und Leute, ich habe hier einen Kommentar gekriegt, dass da irgendwo rund um den Baum eigentlich eine Truhe sein sollte mit wertvollem Zeug von Baumcraft oder so. Wieso habe ich 5 Tode, frage ich mich gerade. Ich habe doch nur 4. Oder? Hm. Was ist denn hier? Ach, Tainsworn. Wow, wow, wow. Weißt du, kennst dich aber aus, oder? Mit, was ist da? Was ist das? Das ist so ein Vergiftungsschwarm oder so. Ach so, okay. Du kennst dich ja aus mit Baumcraft. Nein, leider nein. Ein Abonnent von mir hat geschrieben, dass hier irgendwo rund um den Baum eine Truhe sein soll mit wertvollen Baumcraft-Zeug. Ich glaube, die haben mich verarscht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Finde ich uncool. Great Wood Lock. Okay. Locke. Wir weiter. Okay. So. Ja, das ist ja mit der Folgenlänge ist ja nicht so streng. Manche machen ja so 39 Minuten Folge oder so. Ja, das, also ich, weißt du, so am Anfang hat er geheißen 20 plus 3 minus 3. Ja. War ich immer so richtig auf 20. Und dann hat's geheißen, ja, maximal 25 und jetzt bin ich immer auf 25, 24, 49. Ja, das ist, bei mir war zum Beispiel, ich habe letztens eine Folge gemacht, da bin ich 4-mal gestorben, weil ich in der Höhle, das war dann die Folge bei mir 38 Minuten lang. Dann, nicht 38, 32 oder so, dann habe ich halt die Folge danach nur 8 Minuten lang gemacht oder so halt. Aber jetzt ganz ehrlich, auf 2 Minuten drüber scheißt ja jeder, aber halt bei sowas extrem hatte ich mir auch noch. Mann, ich wollte extra nicht bei euch in die Konfi, damit ihr keinen Verdacht schöpft, gar nichts. Ah, oh, Mann, ich habe mich jetzt so gefeiert. Bitteschön, hier. Achso, okay. Ja, aber... Na, genau. Du kennst mich ja, also ich bin richtig vorsichtig. Ja, ich weiß. Warte, ich habe 3 Stacks Fackeln für uns mitgenommen, dass jeder ein Stack hat. Ah, genau, das wäre nett. Warte, gebe ich euch dann da unten? Ja, irgendwo eine Truhe ist. Ach, das ist so ein Dungeon, okay, die sind recht schwach. Ach so, ja, kenne ich nicht, tut mir leid. Ich war bisher einmal in einem Dungeon, der war aber schon gelootet. Ja, ich war nur nicht hier in dem Let's Play, aber... Ah, genau, kannst du mir ein halt, paar... Warte, wo ist halt mein, das ist halt mein wunderschöner Dungeon, das heißt... Leute, ne, das ist jetzt so eine Art Einführung das Interessantes, in meinen Dungeon. Okay, was ist denn das hier? Oh, Potion Skelett. Eine Jukebox ist meins. Lol. Hä, was? Wo? Oh, ist eine Truhe drin mit Fackeln. Oh mein Gott, töte die. Ah, scheiße. Oh, verdammt. Ich muss Aspid nicht essen. Ja, hab ich auch schon gerade. Jetzt schon? Ich bin vergiftet. Ich muss mal kurz wegrennen, ich bin auf 3 Herzen. Lol. So. Kacke, ich hab meine Potion Resistance vergessen. Ich bin auch noch recht beschränkt. Okay. Warte ganz kurz. Ich komme mal wieder zu euch, mich verfolgt das Potion Skelett, glaube ich. Ich baue mal schnell die Spawner hier ab. Helf mir mal, den Spawner hier abzubauen, sonst kommen die ganze Zeit neue nach. Okay. So, weg. Ah, okay, perfekt. Oh, ja. Regeneration Trank, oh, geil. Okay. Eine Frage. Kann ich bitte den Crystallite Soul Ding haben? Oh, lol. Jo, ganz arm. Oh. Pass auf. Bücher. Hm? Also, ich hab mir mal. Wofür brauchst du den Crystallite Soul? Teil. Weil ich die Shadow Blades so richtig liebe. Ich liebe sie einfach. Die sind richtig schwach. Ich mag sie aber. Die sehen cool aus. Ja, eben. Die einfach Pferde holen? Nee, das ist eine Truhe. Ja, immer wieder Truhen. Das ist aber wirklich ein einfacher Dungeon. Also wir haben einen Dungeon gemacht, da war ein Wizard-Boss, den haben wir schon besiegt. Ja, das habe ich gehört. Was ist da drin in der Truhe? Ein Crap. Melons. Okay, cool. Was ist hier? Das sieht nice aus. Okay. Ah, Zombies. Redstone Block. Lass ich mal mitgehen. Ist doch süß, oder nicht? Kuchen. Okay. Ah, alchemitisch. Das ist meins. Ey. Regeneration. Instant Health. Potion. Ah, Potion kannst du haben. Ich habe ein Spielzeug bekommen. Ein Spielzeug? Was hast du bekommen? Grimm's Jew Toy. Okay. Lol, eine Spinne. Lol, hier ist ein Dungeon. Ein Oldschool Dungeon. Hä, wie, was Oldschool? Also von Minecraft, ganz normal Minecraft. Mit dem Spawner in der Mitte und so. Cool. Egal. Oh, Adamantium Boots. Oh jo, läuft. Adamantium Boots, wie OP, Mann. Doch geil. Oh nee, ohne Kuchen. Witz, wir haben so Magnetisierung mit. Kannst du was gebrauchen? Hier, Schlendi, hier, komm ich. Was? Hier. Ich liegt alles in meinem Kopf rum. Viel Spaß damit. Na Mann, mein Inventar ist doch auch voll. Egal, weißt du? Ich mach das jetzt einfach so. Ich habe ja eine Truhe extra mitgenommen. Da lege ich jetzt auf das unnötige Zeug rein. So, guck mal, was hier weitergeht im Dungeon. Oh, das sind Spinnen. Hey, ich wollte euch hier eigentlich Fackeln geben. Komm her. Ah, ja, genau. Warte, wo seid ihr? Oh, da kommen ganz viele Spinnen. Das sind Spinnen-Spawner bestimmt. Schlendi, nimm dir einfach ein Stack mit und sag weiß dann hier. Ja, da in der Truhe. Da Spinnen. Ah, danke. Da hinten. Bitte. So. Da kommen aber wirklich viele Spinnen. Was ist da los? Ja, das sind dann. Also, das sind Spawner. Ja, ich brauch die Netherwarzen. Ja. Noch eine Oldschool-Dungeon. Wie geil. Ja, oh, Miniaturherz. Geil. Was? Nightstone, was macht ein Nightstone? Ich habe ein Miniaturherz bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ja, das ist. Ja, damit kannst du dein Herzen aufwerten. Ja, damit kann man das erweitern, das Leben. Ne? Nicht schlecht. Was bringt ein Nightstone?
Oh, was ist das? Was ist das? Was ist von Kristall? Was ist das von Kristall? Sein Gift, Kristall. Meiner. Ha! Und? Ha, jawohl, ich hab's. Nein, meine Mütze war voll. Scheiße. Ey, da ist noch ein Spawn. Oh, was ist das? Scheiße. Ich komme zu euch. Weißt du, was ich lustig finde, Weiß? Was denn? Ich verliere kein einziges Leben, wenn mich der attackiert. Ja, das ist einfach. Auch meine Rüstung ist. Also ich hab die einfach. Sag mal, okay, was hier? Sharpness 2, Unbreaking. Ah, ich nehme die Spitzhacke. Ich nehme mal hier den Amboss mit. Ja, mach das einfach, ja. Oh, Glowstone, stimmt, Glowstone hab ich. Was braucht man Glowstone außer für Schönheitsoperationen am Haus? Potion Crystals und sowas. Na, okay. Also ich find's auch cool, dass du gerade an Schönheitsoperationen denkst. Wieso nicht? Ich find's auch süß, wenn manche mit Lederrüstungen so rumlaufen.